ich war schon vorher ein paar Mal hier in Berlin gewesen und mich beeindruckt die Stadt schon ziemlich. Und es ist einfach ein cooles Gefühl, einfach so auch abends so durch die City zu fahren und sehen, überall ist noch was los. Samstagnacht hatten wir am Potsdamer Platz ein Motiv. Es bilden sich Menschentrauben, die interessiert zuschauen, und man ist aber trotzdem, muss man fokussiert sein auf das, was man macht, darf sich da einfach nicht ablenken lassen. Hat auch Liane super gemacht und war wie immer gut dabei. Also hauptsächlich gehe ich ins Fitnessstudio und mache Krafttraining. Also die Gewichte, die dort am Set dann waren, die hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt selber stemmen können, aber so gut wie. Dieses Jahr hat es sich natürlich angeboten, in den Filmpark Babelsberg zu gehen. Dort gibt es natürlich sehr interessante Locations. Da hatten wir auch ein Action-Set mit richtig Feuer und Explosionen. Es ist ja auf jeden Fall mega heiß gewesen, anstrengend dazu noch, aber es hat sich gelohnt. Was mir sehr viel Spaß gemacht hat, war am Set im Parkhaus, wo ich halt den Helm unterm Arm hatte, und das war irgendwo auch elegant, sexy, also eine Mischung gewesen, und da habe ich mich schon wieder gespiegelt. Und ja, hat sie am Schluss richtig gut gemacht, und das sieht man auch in den Bildern. Berlin ist natürlich eine spannende Stadt, und da könnten wir noch weiter fotografieren. Es gibt sehr viele Locations und Motive, und hat sehr viel Spaß gemacht hier. Bei dem Audi hatten wir natürlich, oder wollten auch die Idee haben, dass nochmal etwas Spannenderes passiert. Es ist vielleicht auch ein Ostermotiv geworden, ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall sitzt ein Hase mit drin und sieht geil aus, und wir finden es gut. In der Location am Filmpark mit der Explosion im Hintergrund. Gut, für einen kurzen Moment hat man dann gedacht, oh scheiße, was könnte gleich passieren, in Deckung gehen, aber es war mega geil. Wir haben in den Domero-Hotels fotografiert, die ja sehr edel und schick sind, etwas mediterran und eigentlich sehr lässiges Hotel trotzdem. Vor diesem Hotel haben wir auch eine Außenaufnahme gemacht mit einem schönen AMG Mercedes. Und ist natürlich toll, der kommt aus der Garage raus, die Miss Tuning spaziert vorbei, ganz zufällig, die Haare wehen. Das ist ein richtig guter Shot auch. Also mit den hohen Schuhen zu hüpfen, das war nicht so einfach, schon anstrengend, schon die ganze Zeit auf den Beinen zu stehen und dann noch zu springen, aber mit dem schönen Auto daneben passt das schon, geht das schon. Wir haben noch tolle Aufnahmen an der Spree gemacht, da hatten wir einen Focus RS, der in so einem Military Grün war. Haben auch sehr spannende Szenen kreiert mit Tarnnetzen, mit Militärkisten, und ja, seid gespannt drauf. Ich denke, wenn ich den Kalender dann in der Hand habe, werde ich erstmal denken, wow, bin ich das wirklich, die vielen verschiedenen Facetten von mir, die ich ja selber auch vorher nie kennengelernt habe oder nicht kannte, und so mich dann wirklich mal auf Bildern zu sehen, das ist ja wirklich, ja, was ganz Neues. Es hat einfach nur mega Spaß gemacht.